Hallo zusammen, herzlich willkommen zum dieswöchigen Alicia Online Update. Es gibt was Neues für den Single Speed Modus und zwar wurden dort jetzt die Skills eingeführt. Skills bedeutet so viel, ja, wie gewisse Dinge, die euch helfen können. Es sind im Endeffekt jemand, der MMOs spielt, der wird das verstehen, es sind quasi passive Talente. Man entscheidet sich für diese Skills oder Talente. Und es sind keine Dinge, die man jetzt im Rennen noch extra aktivieren muss. Es sind einfach Sachen, die einen passiven Bonus geben. Das heißt, die einfach durchgehend während des Rennens aktiv sind quasi. So, um diese Skills auszuwählen, geht ihr auf euer Profil bzw. drückt Taste 2. Dann kommt ihr hier in Basis raus und dann geht ihr auf die Fähigkeiten. Und da habt ihr jetzt die Tempofähigkeit Rennen. Magiefähigkeit kann man sich auch schon angucken und auch schon reinziehen quasi. Aber momentan funktioniert das Ganze nur bei Single Speed. Ich denke mal, die nächsten Wochen können wir uns dann bestimmt auch auf Magie, auf Single Magie, Team Speed und Team Magie freuen. Das denke ich mal so. Wir haben hier zwei Sets. Hier unten sind noch so zwei Flächen. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht noch über Sachen im Shop freikaufen kann. Dafür habe ich mich damals zu wenig damit beschäftigt, als das Spiel noch offiziell draußen war. Aber gucken wir mal, was es hier alles gibt. Reinziehen könnt ihr die, indem ihr das anklickt und dann da reinzieht. Und ihr könnt es auch wieder anklicken und rausziehen, wenn ihr es nicht haben möchtet. Wir haben hier großzügig, der Bereich für perfekte Sprünge ist vergrößert. Ihr wisst es, man muss momentan ziemlich mittig die Baumstämme oder was auch immer anreiten, damit man einen perfekten Sprung bekommt. Hat man diesen passiven Skill drin, hat man eben ein bisschen größeren Bereich. Helfender Wind. Die Anzeige füllt sich beim Jagen. Ich denke mal, dass damit gemeint ist, dass unten diese Boost-Anzeige sich auffüllt, wenn man im Windschatten reitet, wo man ansonsten die Federn einsammelt. Das kann ich aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Perfektes Timing. Der Bereich für perfekte Boosts ist vergrößert. Tatsächlich weiß ich gerade nicht hundertprozentig, was mit einem perfekten Boost gemeint ist. Ich weiß gerade nicht, wie man ihn perfekt oder nicht perfekt nutzen kann. Dafür reite ich einfach zu selten Speed. Dann haben wir wilder Start. Basisgeschwindigkeit am Anfang eines Rennens erhöht. Bringt einem natürlich am Start was, aber danach im Rennen ist es dann... Ja, bringt es einem nichts mehr. Genauso wie verstärkter Start. Erhält einen Booster für einen perfekten Start. Der perfekte Start ist... den bekommt man recht leicht, wenn man... Wenn die 2 aufploppt beim Runterzählen vom Countdown steigt und dann schlägt ihr das Pferd so mit den Hufen. Beim zweiten Mal schlagen, wenn man dann nach vorne drückt, dann hat man sehr wahrscheinlich einen perfekten Start. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd erklärt, aber macht nichts. Angesammelte Zinsen. Das Tempo wird erhöht, wenn bei maximal gefüllter Leiste ein Hufeisen gesammelt wird. Weiß ich nicht, wie sinnig das ist, weil diejenigen, die es richtig drauf haben mit dem Boosten, die boosten ja quasi dauerhaft, aber die Leiste ist eigentlich, glaube ich, relativ selten komplett gefüllt. Glaube ich. Auch da müssten mal wirklich so die Profis, die wirklich richtig bei Speed dabei sind, mit Bunnyhoppen, Jumpsliden, wie auch immer man es nennen möchte, die da richtig was drauf haben, können da eher was zu sagen als ich. Dann haben wir die Boost-Explosion. Perfekte Boosts füllen die Leiste. Und dann haben wir hier noch Sachen, die ich noch nicht nutzen kann wegen dem Level. Da würde ich übrigens den Tipp geben, einfach nur ab Level sowieso reinzuschreiben, weil dann kann man das auch lesen, denke ich. Ich würde sagen 30, 40, 50. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Mein Tipp, ab LVL, ab Level sowieso reinschreiben, dann wird man es halt sehen. Wir haben dann ab 30, denke ich, Hochgeschwindigkeitskunststücke. Schlittern während eines Boosts füllt die Leiste zusätzlich. Damit ist er eben gemeint, wenn man um die Kurve slidet, während man boostet, dass dann die Leiste sich nochmal extra füllt. Kombospieler. Perfekte Sprünge erhöhen das Tempo nach jeder Fünfer-Kombo. Das würde ich mir, glaube ich, mitnehmen. Weil ich persönlich, ich kriege relativ viele gute, also relativ viele perfekte Sprünge hin tatsächlich. Ich achte da immer sehr stark drauf. Und ich glaube, das wäre für mich ganz gut. Dann verbotene Kunststücke. Die Anzeige füllt sich, wenn nach einem perfekten Sprung ein Sprint erfolgt. Mhm, okay.
Lohn des Risikos. Die Anzeige füllt sich schneller, wenn mindestens ein Doppelschlittern erfolgt. Das Doppelschlittern, denke ich mal, das wird der orange gefüllte Balken sein. Das ist auch cool. Oder ist damit was anderes gemeint? Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das näher wisst. Und geheimer Fluchtweg. Federn bleiben länger sichtbar, wenn zwei Boosts gleichzeitig benutzt werden. Auch ganz cool. Für mich persönlich, für meine Spielweise, klingt gerade Kombospieler und Lohn des Risikos mit am sinnigsten. Da muss man natürlich wählen, so ein bisschen je nachdem, wie man selber spielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es da die perfekten Skills gibt, sondern dass es halt wirklich so ein bisschen auf die Spielweise drauf ankommt und auch vielleicht auf das Pferd, was man gerade dabei hat. Ihr könnt zwei dieser Teile auswählen. Ich würde jetzt hier am Anfang von denen, die ich habe, würde ich glaube ich das mit den perfekten Sprüngen nehmen. Das würde ich, glaube ich, bei beiden nehmen. Ihr habt nämlich die Auswahl, hier die Möglichkeiten, zwei Sets festzulegen. Machen wir mal das hier. Das wären jetzt die beiden Skillsets, die ich drin habe. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das aussieht, wenn ihr ein Spiel betretet. Ein Rennen müssen wir jetzt im Endeffekt nicht reiten. Ich mache jetzt einfach mal einen Tempo-Einzelraum. Den ich jetzt auch gerade mal Passwort schütze, damit ich euch das nur zeigen kann, weil ich ja nicht reiten möchte. So, und hier unten habt ihr das dann drin. Wenn ihr da draufklickt, klappt es aus und ihr könnt eben das Skillset auswählen, was ihr nutzen möchtet. Und könnt euch auch nochmal anzeigen lassen, wenn ihr über die Icons geht mit der Maus, was das entsprechend bedeutet. Und ihr bekommt, sobald das Rennen startet, noch einen dritten Skill, der dann zufällig ausgewählt wird, aus denen, die ihr zur Verfügung habt. Also da kann dann alles reinkommen. Der wird jetzt hier nicht angezeigt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt gar keinen Plan habe, wann der überhaupt angezeigt wird. Ich kann ja mal gerade schauen. Ich habe jetzt hier zwar überhaupt... Oh, jetzt ist mein Pferd dreckig. Nein! Das ist ja hübsch. Wow. Ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht mal fix einem joinen kann. Einem Team Einzel. Dass wir uns das vielleicht mal anschauen können. Die sind gerade am Rennen. Vielleicht da rein. Gucken wir mal. Ich nehme jetzt einfach mal das. So, und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht mal ein Rennen reiten. Dass wir es dann auch mal sehen, wie das aussieht, was man noch für einen dritten Boost bekommt. Irgendwo wird einem das, glaube ich, angezeigt. Ich habe nur keinen Plan, wo. Da muss ich passen. So, aber ich finde das Update auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich meine, Speed ist jetzt zwar nicht unbedingt meins, aber diese Skills, diese Talente, diese passiven Dinge hier, die verbessern natürlich nochmal... Ah ja, da unten. Da sehen wir den Bonus. Uah. Ja, super. Direkt mal gegen die Wand geritten. Kriege ich da auch angezeigt, was es ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man sieht tatsächlich nicht, was das für ein Bonus ist. Ich habe tatsächlich das Golden Hufeisen verfehlt. Nein, also ich glaube, man sieht nicht, was das für ein Bonus ist. Oh, ein Ei. Da hat, glaube ich, gerade irgendwas... Der pulsiert gerade. Man sieht immer daran, dass es pulsiert. Oh Gott. Zong, Knuff. Pferd kriegt wieder eine blaue Nase. Daran, dass es pulsiert, erkennt man, dass das dann gerade aktiv ist. Beziehungsweise der Bonus da in Kraft tritt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh Gott, die zwei da vorne, die sind richtig krass drauf. Imaginary und Dex hier. Die sind richtig, richtig krass drauf. Okay, ich bin jetzt eben auch keine wirklich gute Speedreiterin und habe gerade kein tolles Pferd, aber macht nichts. Es ist jetzt auch gerade nur rein, um euch das zu zeigen, wie das hier nochmal aussieht mit den Boni. Und da habt ihr eben... Uah, das war jetzt... Aber da habt ihr es eben einmal gesehen. Das war jetzt natürlich dann auch kein perfekter Sprung mehr. Aber davor war ich auch schon sehr, sehr weit außen.
Und dennoch habe ich den perfekten Sprung noch bekommen. Ich glaube, immer wenn das unten aufblinkt, dann ist das auch dafür, die zeigt mir das quasi an, dass er mir sagt, okay, da hättest du jetzt eigentlich den perfekten Sprung versaubeutelt, da hat jetzt gerade der Skill gegriffen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, das wäre jetzt eine Vermutung von mir. Nein, ich habe zu spät geboostet. Au. Ja, krass, wie die beiden unterwegs sind. Richtig übel. Ja, da seht ihr mal, was passiert, wenn man das Speedrennen wirklich drauf hat. Ich reite zwar an sich auch ganz gerne Speed-Problem. Problem ist nur, dass ich einfach finde, dass man, wenn man das mit dem Bunny-Hoppen nicht macht, Time Over. Schaut euch das mal an. Krass. Dass man dann nicht wirklich großartig eine Chance hat. Und das ist mir zu stressig. Ich möchte das einfach nicht lernen, weil mir das zu stressig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen reite ich dann Speed tatsächlich eher ungerne und bin dann wirklich der Magiespieler. So. Gut, ihr Lieben, ich nehme euch jetzt noch ganz fix einmal mit auf die Ranch, denn da habe ich noch ein Ei auszubrüten. Ich weiß, das gehört nicht zum Update, aber egal, können wir auch gerade mal machen. So, schlüpfen. In Stufe 4 Stadtei. Wir kommen. Oh, die blaugrüne Möwe. Die sieht ja cool aus. Hübsch. Die nehme ich mit. Die ist echt schön. So, und dann kann ich gerade sogar direkt noch das Wiesen 1 Ei reinlegen, was ich eben bekommen habe. So, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute erstmal von euch. Das war das Update. Wie gesagt, diese passiven Skills, diese passiven Talente für Team Single, Team Single, für Single Speedrennen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr vom Update? Werdet ihr das nutzen oder freut ihr euch dann eher darauf, wenn das dann für Magie auch drin ist? Ich bin gespannt und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!